Und damit herzlich willkommen, Leute, zu dem neuen Let's Play, nämlich Still. Ich wollte gerade still sagen. Still Life. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, wo man die reizende Dame Victoria spielt, glaube ich, so heißt sie. Ja, das kann sein. Und zwar ist sie irgendwie bei der Polizei oder irgendwie ein Agent, was auch immer. Und es geht um einen Serienkiller, der irgendwie die ganzen Mädels oder irgendwelche Weiber umbringt. Und wir sollen jetzt halt uns darum kümmern. Und das Spiel ist schon ein bisschen älter, das sieht man vielleicht auch, dass es nicht gerade die schönste Grafik und so alles hat. Aber ich finde, das Spiel ist trotzdem bestimmt voll gut und man sollte halt trotzdem spielen, auch wenn es halt nicht immer auf die Grafik ankommt. Deswegen habe ich halt gedacht, ich spiele mal ein bisschen hier was anderes als sonst, nämlich ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe das früher nämlich sehr gern gespielt und vielleicht ist das Spiel ja auch richtig gut und es lohnt sich sogar, das zu Let's Playen. Wir gehen mal zu diesem netten Typen hier und ich denke mal, hier ist die... Man hat ja am Anfang gesehen, dass da irgendwie ein Mord geschehen ist oder so. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Achtet mal bitte darauf, wie der junge Mann spricht. Wie er einfach seinen Mund aufmacht und man sieht die hübschen weißen Zähnchen von ihm. Oh. Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war. Und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Übrigens gefällt mir ihre Stimme schon ganz gut. Das ist wenigstens eine angenehme Stimme und keine mega nervige, kratzige, piepsige oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ob euch das stört, wenn ich die Cam anhab, aber ich denke mal, dann sieht man ein bisschen so meine Emotionen dabei, weil man halt bei Point-and-Click-Adventure nicht die ganze Zeit durchbrabbeln kann. Und jetzt ist das gerade ein bisschen blöd mit der Brille, weil es gerade dunkel wird und das heißt, sie ist wieder am Spiegeln. Aber ich habe jetzt Licht angemacht und hoffe, dass es nicht ganz so schlimm aussieht, weil ich kann das im Winter fast gar nicht aufnehmen, weil es so schnell dunkel wird. Deswegen hoffe ich, dass es euch nicht so stört. Ich wollte gerade stirbt sagen. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. Und frieren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Wir haben gerade über diesen Fall geredet, dass Miller zuerst da war. Auf einmal fängt sie irgendwie über das Wetter an zu reden. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ob. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Warum? Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Erinnert mich so. Ich schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Er erinnert mich an so ein komisches, wie nennt man die? So ein Biber oder so, wie er die ganze Zeit so die Zähnchen zeigt, das ist echt putzig. Kann ich hier noch irgendwas anschauen? Ich denke mal, damit bewegt sie sich. Hier kann ich ins Auto, aber ich will eigentlich gar nicht ins Auto. Wir gehen jetzt einfach rein. Oh. Oh, oh Gott. Wow. Okay, Rechtsklick komme ich wahrscheinlich ins Menü. Ich habe mich gerade voll erschrocken, ich weiß noch nicht warum. Nett sieht es aus, die Musik. Also die Atmosphäre hier ist ziemlich gut schon. Ein umgekippter Stuhl, ein bisschen Licht hier, sehr schön. Oh, mir wird gerade kalt. Oh. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es liegt an dieser Musik hier. Warum auch immer. Ah! Das scheint Miller zu sein. Und ich glaube, ihm geht es nicht ganz so gut. Sieht hier wirklich ein bisschen vergammelt aus. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Wuhu. Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Oh, ist so gemein. Ja, davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Ach so, jetzt weiß ich, was sein Problem ist. Ich glaube, ihm wird immer übel, wenn er eine Leiche sieht Miller, oder so. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Aber dann Polizist sein, wenn man sowas nicht abkann, das ist ziemlich und schlecht. Hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Victoria. Okay. Victoria. Victoria, okay.
Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Der Trinity Killer von Dexter. Oh nein. Aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ihr Ernst? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Oh weia. Schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Ich glaube, das wäre für dich, junger Mann, sogar besser. Und Claire scheint wohl die Chefin zu sein und ich finde schön, dass dein Schatten so kantig ist. Das macht dich ganz sympathisch. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Mela, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Kein Problem. Yay, yeah, wir haben eine Kamera bekommen. Ist doch geil. Panik. Bis gleich. Okay. Was ich noch übrigens wegen dem Intro sagen wollte, ne, das hat mir so in den Kopf getrudelt, dass ich wirklich mein Headset rausmachen musste. Hallo, ist da niemand? Ich glaube nicht, Victoria. Guck mal da. Es ist wie immer, es ist so schrecklich. Man ruft den Killer. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Ich hoffe, ihr kennt alle den Film The Grudge mit dem Auge. Wie mache ich denn Fotos mit der Kamera? Ah, man kann sie hier ansehen. Oh, nice. Oh, schön. Warte, ich hab's gleich. Okay, schön. Ranzoom. Das Geräusch ist gar nicht nervig, Ah, cool. Interessant. Dann kann ich die noch nehmen? Kann ich nicht nehmen. Okay, seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Ich kann es nicht mehr wegklicken, wenn sie was doppelt sagt. Das ist doof. Aber davon kann ich bestimmt ein Foto machen. Wahrscheinlich vom Opfer. Sind das da Pappbecher auf der Brille? Auf der Brille, sage ich schon. Ach, die hat ja, stimmt, die hat ja... Ich dachte die ganze Zeit, sie hat ihr die scheiß Kamera in der Hand. Aber es ist ja ihr scheiß Kaffee, den sie die ganze Zeit mit sich rumträgt. Blut. Soll ich kein Foto machen? Wahrscheinlich vom Opfer. Soll ich die nicht nehmen und dann Foto machen? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Okay. Dann machen wir halt kein Foto. Ist mir auch egal. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Ja, wie die ganzen Snapchat-Bitches. So einen Saustall habe ich selten gesehen. Ich dachte, du sollst Fotos machen, junges Fräulein. Was ist mit deinen Haaren nicht richtig? Das ist gerade irgendwie komisch gewesen. Ich bin aus dem Spiel getappt worden, warum auch immer. Oh! Ich sollte das vielleicht mal ausmachen, aber ist mir jetzt auch egal. Oh! 666 und... Irgendwie, das ist ein freundlicher Panda oder ein Totenschädel, keine Ahnung. Kann man hier irgendwas machen, weil irgendwie sieht man hier gar nichts. Ah, da irgendwas mit der Licht, wow. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Da ist noch ein bisschen die Wand kaputt, aber sonst... Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Was ist da bitte sauber? Sollen wir hier jetzt echt nichts machen? Ich dachte, wir sollen den Auftrag... Also wir haben den Auftrag bekommen, hier alles... zu fotografieren und so? Oder nicht? Oh, eine Ratte. Erschreck dich bloß nicht. Geh hier hin. Nein, die Ratte. Oh, jetzt hast du sie verscheucht, Victoria. Es ist ein Pikachu. Die kamen von... Nicht von da, ne? Oh. Geil. Hier sind sogar Puppen. Wie geil. Wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Ist doch schick. Auch wenn die Puppen irgendwie ziemlich fett sind. Mal sonst. Ich finde immer noch, wir hätten Fotos machen sollen vom ganzen Blut. Aber wenn die gute Frau das nicht möchte, dann möchte sie es halt nicht. Da ist sie ja. FBI. Oh, hallo Claire, hier ist ein Kaffee für dich. Hallo Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt. Zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet. Einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig?
Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Ja, bitte. Ob sie sich schon aussieht. Ja. Bist du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Ganz ruhig, okay? Mädel, wir beruhigen uns jetzt. Wir haben dir einen scheiß Kaffee gebracht. Also mach uns nicht so dumm an mit deiner Brille. Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher meine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen, du kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Clarice. Clarice. Hör endlich damit auf. Hör auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sie aussieht, erinnert sie mich eher daran, an so eine Sekretärin, anstatt an so ein FBI-Mädel, das hier gerade in der Kotze rumwühlt. Aber hier haben wir den Koffer. Das ist also die Küche. Wow. Danke, wollte gerade sagen, trink endlich deinen Kaffee aus. Auf Ex! Okay. Sie nimmt's ernst. Einfach in den Müll. Merkt ja eh kein Mensch. Ja, Wattstäbchen haben wir. Keine Ahnung. Luminol. Und das da. Pinzette und Film, was auch immer. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ach, sie kann sogar rennen. Oh, Victoria kann rennen. Gehen wir zum Blut. Nein, das war nicht das Blut, ne? Nee. Ne. Oh, ja. Mensch, Leute, können wir aufhören, irgendwas zu spielen? Das ist gerade ein bisschen nervig. Jetzt weiß ich auch, warum ich mal raustappe, weil ich liege aus Versehen. Ich klicke immer aus Versehen dorthin. Ganz ehrlich, jetzt reicht's mir hier aber. Oh mein Gott. So, dahin. Aber ganz schnell jetzt. Oh, Entschuldigung. Der erste Part fängt super an. Hier ist Blut. Wir machen jetzt ein schönes Foto vom Blut. Und zwar damit. Und, Foto machen. Was war ausgerüstet? Ist das ausgerüstet? Ja? Oder was? Ach so. Ah, damit. Wir konnten nämlich noch gar keine Fotos machen. Deswegen. Ah. Mhm. Sehr gut. Haben die ja schlau gemacht. Okay, jetzt müssen wir einmal Wattestäbchen nehmen. Benutzen. Ach, macht sie von alleine? Okay. Ich dachte ja, sie braucht unsere Hilfe dabei. Pinzette. Haarproben. Schwarzlichtumgebung. Benutzen? Nö. Forensischer Tupfer. Warte, ich wollte es zu Ende lesen. Eine Blutprobe aus dem Wohnzimmer. Ah, okay. Aha. Und dann gehen wir weiter hier hin. Lauf mal rein. Ah, Moment. Ich habe was vergessen. Guck mal hier hin. Lauf mal schön her, Fräulein. Hierher. Und dann machen wir das da und benutzen. Okay. Gibt es hier irgendwas? Ich sehe hier gerade nicht ganz so viel. Sieht aus, als hätte unser Täter hier was weggewischt. Ah, ist richtig cool. Wow, ich werde noch richtig krass gut hier drin. Was zum Teufel? Ihr Ernst? Warum geht sie so ab? Was ist da los? Mal ein Foto. Alter. Habe ich mich gleich erschrocken, als sie das gesagt hat. Oh Mann. Schön. Alles klar, können wir das wieder mitnehmen? Ich denke mal schon, ne? Schön. Dann gehen wir in den nächsten Raum rein. Schnell, Vicky. Rennen, Vicky. Dann kommen wir mal hier hin und machen... Oh, warte, da ist auch Blut, ne? Da ist auch Blut. Nochmal... Ich muss ein Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Ja, das bringe ich ja alles schon durcheinander. Nach dem zweiten... Ne, dritten Versuch. Wow. Ich kann mir so gute Sachen merken. Oh, da unten ist... Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das mein Ernst? Wow. So, Vicky, mach das mal.
Die nächste Probe. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt nochmal das Schwarzlicht hin. Guck mal hier, was hier so ist. Weil wegen die einzig saubere Stelle. Mit dem Dings. Und dann kommt das nächste. Was steht da? Dieses Ding. Disturbed. Was zum Teufel? Regt das heißt nicht was auch auf? Was zum Teufel? Ich höre jetzt schon auf, keine Sorge, es nervt mich nämlich auch. Disturbed. Sonst war es das hier, glaube ich, alles, ne? Ich glaube, was ist mit dem? Das Graffiti sieht im Schwarzlicht einfach toll aus. Wow, einfach super, dafür machen wir auch gleich sofort ein Foto. Ja. Nee. Oh, ich dachte... Okay, nehmen wir das Ding wieder mit. Schnell, Vicky, rennen! Ich finde es schön, dass sie rennen kann. Strengt sich halt ein bisschen an, die Kleine. So, und in den nächsten Raum. Das heißt, dorthin. Rennen! Hier war nichts, oder? Außer das Schwein und die Katze. Nö. Oh Mann. Aber hier gibt es zum Glück auch wieder das Licht. Bestimmt ist irgendwas bei den Puppen. Ich will was bei dem Licht machen. Oh, darf ich nicht? Ein bisschen unfair ist das schon. Okay, ist hier irgendwas? Ich bin mir sicher, dass es hier noch mehr Beweismaterial einzusammeln gibt. Das kann gut sein. Bei den Lichtern kann ich aber gerade nichts machen. Gab es hier noch irgendwas? Irgendwie... Nö. Kann ich vielleicht mal nach unten gehen oder so, weil wenn ich bei dem Licht das hier nicht nehmen kann, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Unten bestimmt. So, gehen wir hier nochmal lang. Oder war hier vorne irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Oh, hier gehe ich nur zurück. Nö, hier habe ich nichts vergessen. Hier vielleicht irgendwas? Ah, hier bestimmt, ne? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht die Pinzette? Das Way? Geh nochmal kurz hier hin, Vicky. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir... Nein, stopp. Das da benutzen können. Hä? Ich will das hier benutzen. Hallo? Davon habe ich doch schon eine Probe genommen. Davon habe ich schon eine Probe. Ja, wollte schon sagen. Beim Licht kann ich hier nichts mehr nehmen. Um das richtig verwenden zu können, brauche ich erst eins von Claires Instrumenten. Ja. Das wollte ich nämlich gerade machen und benutzen. Hier vielleicht jetzt? So einen Saustall habe ich selten gesehen. Nee. Puh. Davon habe ich auch ein Foto gemacht, ne? Dann vielleicht hier lang? Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Dann muss ich ein bisschen auch irgendwas mit der Pinzette machen, aber... Nur was? Hier waren wir schon drin. War hier sonst noch irgendwas? Nein, Entschuldigung, ich bin immer das Gleiche. Beim Bett. Hier ist das hier. Da ist das hier. Das Blut habe ich auch fotografiert, oder? Davon habe ich schon eine Probe. Habe ich es fotografiert? Stimmt, ne? Ja, habe ich schon fotografiert. Okay. Das habe ich auch fotografiert. Oh nein, nein, nein. Nimm es wieder bitte mit, Vicky. Ich brauche das. Wo brauche ich denn eine Pinzette? Ich habe eigentlich nicht so wirklich was gesehen hier. Nee, keine Ahnung. Wir gucken nochmal da hinten, bis ich irgendwas hab. Hierhin geht sie aber auch nicht. Das heißt, hier kann sie, glaube ich, echt nichts machen. Bei der Katze ist auch nichts. Bei den Puppen kann ich auch nichts machen. Sie geht da einfach nicht näher hin. Sie will einfach nicht. Finde ich schade, aber die Puppen finde ich eigentlich ziemlich cool. Vicky, lauf mal da lang. Bei den Lichtern vielleicht? Nö.
Ist hier sonst noch irgendwo etwas? Ich muss irgendwas übersehen haben, ich weiß gerade nicht was. Vielleicht kann ich ja mal mit Claire reden. Claire, mir fehlt irgendwas, ich weiß nicht was. Ich bin mir sicher, dass es hier noch mehr Beweismaterial einzusammeln gibt.